Moin. Die Schweine kommen von mir aus Nordfriesland, zurzeit 40 Stück. Am Montag werden die angeliefert, werden geschlachtet. Zerlegt wird alles am Dienstag und ab Dienstagnachmittag fängt dann die Wurstproduktion an, die dann Mittwoch, Donnerstag auch noch läuft. Freitag werden Rinder geschlachtet und dann geht das nächste Woche wieder aufs Neue los mit montags. Wir arbeiten hier natürlich noch komplett im Handwerk. Also bei uns werden die Tiere so schonend wie möglich getötet. Und danach, wie man sieht, ist alles reines Handwerk. Wir arbeiten mit Arbeitskräften hier aus der Region, die schon lange bei der Familie Röhr sind, die dann für uns die Tiere zerlegen und die Wurstproduktion machen und räuchern und alles, was dazu gehört. Als Schweinebauer denkt man, ja, das ist ja ein Schwein. Man hat ja schon mal selber auch mal geschlachtet und zerlegt. Aber wenn man jetzt in diese Sache einsteigt, mit den unterschiedlichen Fleischarten und wie zerlegt wird und wofür man welches Fleisch benutzt, in welcher Form, für welches Produkt, ist das schon eine Wissenschaft für sich. Also das ist jetzt nicht mal so, dass man sich das kurz aneignen kann und sagt, ach, wenn ich Bauer bin, kann ich auch Schlachter sein. Und das kommt dabei raus, unsere schönen Bratwürste vom Küstenzwien. Ja, besonders an Küstenzwien ist halt, dass wir die Haltungsform 4 haben bei uns oben in Nordfriesland. Da die Schweine ja mit Auslauf halten, GVO-freiem Futter, 100% mehr Platz. Bei uns auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, familiengeführt. Und wir das jetzt tatsächlich auch in eigener Hand haben, von der Geburt des Ferkels bis hin zur marktfertigen Wurst. Warum ich zum eigenen Schlachthof gekommen bin? Einfach aus dem Hintergrund, die landwirtschaftliche Produktion irgendwann mal auf stabilere Füße zu stellen, weil ich nicht glaube, dass es in Zukunft nachher noch die geteilte Landwirtschaft so gibt, wie wir sie heute haben. Dass der eine Ferkelproduktion macht, der andere macht Mast und dann verkaufen wir es irgendwie irgendwo hin, unsere Ware. Sondern dass der Kreislauf sich eher schließen muss und wir an die Endverbraucher müssen und wir an den LEH müssen, dass der LEH sich an uns bindet, an uns regionale Handwerksbetriebe. Die Regionalität ist ganz oben, das merken wir auch in allen Gesprächen. Also es ist bei allen angekommen und das können wir halt mit diesem Schlachthof, mit der Verarbeitung jetzt leisten und sind jetzt gute Ansprechpartner für größere Kunden, die dann halt auch größere Menge an Ware abnehmen wollen. Wir haben ja aber vor gut einem Jahr die Würste entwickelt, wo 33% Gemüse und 66% Schweinefleisch drin ist. Ist mal so aus dem Gag entstanden. Hat uns aber dann gezeigt, auf den Messen, wo wir es präsentiert haben, dass eine große Nachfrage war und dass alle Bock drauf hatten. So, die produzieren wir hier natürlich nach wie vor auch. Die Marke Küstenzwien ist eine Erfindung von meiner Frau und mir, weil wir uns entschieden haben, das einfach mal zu versuchen. Wenn wir mit Freunden oder Verbrauchern gesprochen haben, die wollten immer wissen, wo kann man denn euer Fleisch mal kaufen, weil wir schon früher viel in Tierwohl investiert haben. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so jetzt machen wir einfach mal. Und so ist dann halt im Grunde die Marke Küstenzwien entstanden. Und die haben wir jetzt konsequent weitergeführt bis hin zum Schlachthof und mit der Listung LEH und jetzt demnächst im Großhandel. Ja, was ich am liebsten esse, ist ungeschlagen der Bauch. Der Grillbauch ist ja alles vom Duroc-Schwein. Duroc ist ja ein bisschen marmorierteres Fleisch. So, und der Bauch ist extrem lecker. Wenn der knusprig gegrillt ist, ist es das Beste, was es auf der Welt gibt.